so kommt, das hätte niemand geahnt. Deine Schuld war es nicht, Vater. Du hättest nicht anders handeln können. Wenn die Mutter sich ein klein wenig drum angenommen hätte, hätte der Heinrich einfach nichts machen können. Sei statt, der Heinrich kommt. Grüß Gott. Grüß Gott. Der Josef ist schon da. Wann ist er denn gekommen? Die Mutter hat gesagt, dass er schon 2 Tage da ist. Wie er es gesagt hat. Aber ihr habt es mir ja nicht geglaubt. Er tut aber gar nichts dergleichen. Da hat er auch recht. Der mischt sich heute den Sachen ein, die nichts angehen. Da hat er nicht recht. In dem Alter denkt man schon weiter. Wie du dir bettest, so wirst du liegen. Das ist ein Sprichwort. Das stimmt, aber hier und da ist das Sprichwort halt nicht am Platz. Denn du jetzt dazu? Jetzt ist es soweit, so hat's kommen müssen. Na, Mutter, so hätt's nicht kommen müssen. Und was soll der Heinrich jetzt da? Was ich tue, da brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Wie geht's dem Bürgermeister? Wenn der sagt, lass es ruhen, dann lass es ruhen. Wenn er sagt, wenn es in Hand, dann weiß ich auch, was ich zum Dorn hab. Heinrich, überleg dir das reiflich. Du machst unsere ganze Familie unglücklich. Haha! Ha! Familie, dass ich nicht lach. Da müsst schon wer anders kommen als der Herr Bürgermeister. Du redst da früh, der Herr, wenn er da gelang ist. Der Bürgermeister ist doch der, von dem wir alles erfahren haben. Das ist nicht wahr. Das ist eine Verleumdung. Man soll sich nicht in Sachen einmischen, in die man nicht eingeweiht ist. Zu dir gesagt. Aber ich kenne ihn vielleicht besser als du und ihr alle miteinander. Und jetzt kann ich euch noch was verraten. Der Bürgermeister hätte ja gar nichts gewusst, wenn er nicht Mutter, unsere eigene Mutter, das gesagt hätte. Mutter? Ist das wahr? Verzeih Gott. Mutter, der Heinrich geht. Heinrich, du bleibst da und zwar sofort. Ich geh. Du bleibst eher, ja, ich geh da aus dem Haus. Vater, unsere Mutter, um Gottes Willen. Unsere Mutter bleibt. Aber der war am Freitag beim Bürgermeister war und uns die Suppen eingebracht hat, der kehrt aus statt der Mutter. Na, Heinrich, der da. Übergeh ich persönlich. Und jetzt werde ich reinen Tisch machen. Nicht ich und nicht der Heinrich. Sondern der Josef hat dem Bürgermeister alles klapp und klipp, na klipp und klapp erzählt. Der Josef? Seit wann ist denn der Josef wieder da? Seit 14 Tagen. Es ist alles friedliche Stimmung. Ach ja, das ist Überraschung. Der Josef ist wieder da. Was ist der Josef schon? Der Josef wird doch selber wissen, dass er wieder da ist. Von wem war es denn? Das möchte ich wissen. Was ist denn? Ist der nicht gut? Red! Gevatter! Hol seinen Doktor beim Sanitätsrat! Na, Mutter, es ist schon wieder ein bisschen besser. Beim bisschen besser, ein bisschen besser. Das kann der Josef nicht verantworten. Sehr einfach. Er hat keine Eltern mehr und er kriegt auch keine mehr. Jetzt lass mal gerade an Josef aus und sprich uns. Was sonst? Du wärst doch nicht so, dass der Josef... Ach, der Josef nicht. Aber es gibt einen, der was als unser Herrgott. Und wenn der Josef nur ein Herz auf der Brust hat, dann wird er auch wissen, was er zum Dorn hat. Du Schuft, du Elendiger! Wenn ich auch bloß ein gewöhnlich weit bin, so weit werde ich die Sache nicht kommen lassen. Ich und kein anderer kann es euch sagen. Aber glaubt zu meinen Eltern, presst mir Glippen zusammen. Raus damit! Du brauchst keine Rücksicht nehmen auf mich und auf deine weibliche Mutter. Das stürzt mir auf, weil nicht noch höher ins Unglück, als sowieso schon drunten ist. Denn sie und kein anderer hat auch immer nur unser Bestes wollen. Nein, in dem Haus habe ich nichts mehr verloren. Ich geh. Afra, geh, ich geh. Wenn wir vorgehen, dann geh ich. Vater, du gehst auch. Nur wieder, wenn er nichts mehr zum Suchen.